Yo Leute, ich begrüße euch zu Alien vs. Predator. Wir gehen in den Einzelspielermodus in die Marine-Kampagne. Neues Spiel, auf normal und ab geht der Peter. Sir, we're ready to begin. How old do you think it is? 10,000? 100,000? Mr. Wayland? Yes. Begin the breaching procedure. Coming in low and smooth. Still nothing from the surface? Next. Surface to combat ground until further notice. Understood, Marlowe. We're... What the hell? Unknown vessel detected. Shit, it just appeared out of nowhere. Marlowe, you reading this? Marlowe's gone. Last wave inbound. Strap in and hold tight. That means you too, rookie. What's the matter, rookie? Didn't they cover this in simulation? Tequila, get the kid on his feet. He's out cold. Rookie. Rookie, you still with us? Come on, Private. Let's get you on your feet. Okay, listen up. We have a potential xenomorph infestation here. That's right, a bug hunt. So make sure you nail your targets at a distance. Molecular acid can be a real son of a bitch. Take a look inside. Got something. Movement right on top of us. Contact! Ja, und wir sind im Spiel. Ich sag auch mal was. Rookie, ich dachte mir nur, ich habe die letzten Male immer während des Intros gelabert. Ich bin einfach mal ruhig jetzt. Und ja, jetzt ist es so, sehen Sie sich mit der... Ja, machen wir doch. Reicht das nicht? Okay.
Wir spielen jetzt die Marine-Kampagne. Und bei der Marine-Kampagne ist es so, die ist eher so auf, ja, so möchte gern Horror getrimmt. Aber ich denke nicht, dass ich mich da jetzt fürchten muss. Also ich habe das schon mal ein bisschen weiter gespielt. Nicht durch, aber halt ein bisschen weiter. Und, naja. Gruselig war es jetzt nicht wirklich. Wir haben eine Taschenlampe, wir haben auch noch Leuchtfackeln, aber die können wir jetzt noch nicht werfen. Jetzt können wir sie werfen. Die sind auch ganz hilfreich. Dazu sei vielleicht gesagt, als ich das hier angespielt habe, war es so, dass ich, You should be clear of friendlies, so if anything moves, shoot it. Jo. Da war es so, dass ich schon einige Sammelobjekte aus der Marine-Kampagne eingesammelt habe. Also, wundert euch nicht. Eigentlich liegen hier überall Tonbänder rum. Ich weiß nicht, ob man die jetzt nochmal einsammelt. Aber ich denke mal eher nicht. Jetzt am Anfang ist das alles hier noch nur Schockmoment, aber es passiert noch nichts. Da kann ich euch beruhigen. Da ist jetzt nicht wirklich was Schlimmes. Ich guck gerade, ob ich hier vielleicht doch noch was rumliegen habe. Man kann ja auch mal gucken, ob man nicht was vergessen hat oder so. Oder übersehen. Es ist ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr seht genug. Solltet ihr aber eigentlich, weil der Schein der Taschenlampe sorgt schon für genug Licht, eigentlich. Okay. Der ist tot, aber aus ihm ist schon ein Alien geschlüpft. Schalter betätigen. Jetzt müsste das Licht angehen. Ja, Licht ist an. Arme Sau. BG-386. But here at Weyland-Yutani, we see beyond the immediate. I am shaping new worlds for every man, woman, and child. Weyland-Yutani, building better worlds. Gar nicht mehr haben wir, glaube ich, gar nicht. Also Fähigkeiten oder so hat der jetzt hier nicht oder haben die allgemein nicht. Kurz gucken. Hier war nix. Jetzt rennen wir mal weiter und natürlich, wir kennen das Level schon. Wir sind hier schon gewesen. Okay, der ist weg. Und immer wenn es so piepst, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hört, aber auf jeden Fall, wenn es so piepst, dann sind halt gerade Aliens in der Nähe, beziehungsweise es könnten Aliens in der Nähe sein. Aber jetzt hier am Anfang, da ist noch nichts, da braucht man irgendwie sich gar keine Gedanken drum machen. Das dauert noch einen Moment, bis hier Aliens auftauchen. Das ist einfach nur so ein bisschen so. Komm, wir machen dem mal ein bisschen Angst. Funktioniert aber ehrlich gesagt nicht wirklich. Also die ist zwar, also diese Kampagne, die ist nett auf Horror und so ein Zeug ausgelegt, aber im Grunde ist es jetzt nicht so, dass man vor Angst erstarrt ist oder so. So Dead Space-mäßig, dass man dann da wirklich sagt, ja komm, 5 Minuten gezockt, dann brauche ich erstmal eine Pause. So ist das nicht. Come in, Rookie. You still breathing? Good. Okay, Rookie. We're gonna reset the system with the power breaker. Hier ist nirgendwo was. Ich dachte, ich hätte vielleicht noch ein Turmband oder so übersehen, aber habe ich tatsächlich alles eingesammelt. Gehen wir mal hier und wieder einen Schalter betätigen. Und Licht aus, auch richtig schlau. Jetzt bin ich mit dem mit der Maustaste rein. Ja, ja, du möchtest gern. Schockmoment. Bin ich mit der linken Maustaste, also mit der man schießt, an mein Handy gekommen.
Und... irgendwie habe ich voll wenige Frames gerade. Warum? Tschüss. Gibt doch gar keinen Grund. I've still got environmental controls. Diverting pressure to the pipes outside your room. Mach die Tür auf. Sounds like steam really pisses them off. Danke. Is it dead? Können wir mal da lang? It's coming! Da ist unser erster Gegner. Aber jetzt werden uns Aliens auch gefährlich. Naja, gefährlich. Kann man sehen, wie man möchte. Damn it, now I'm locked in. Hier ist ein Raum, aber ich gehe erstmal hier hin. Okay, da ist nichts. Wir kriegen natürlich noch andere Waffen, ist klar, aber... mal gucken. Ist hier was? Kann ich gar nicht... ah, hier geht's lang. Ich freue mich ja ein bisschen auf das neue Alien-Spiel, weil das soll ja wirklich horrormäßig sein. Das kann ich auch ruhig mal Let's Playen, glaube ich. Wenn ich es mir dann hole, wenn es rauskommt. Oder später. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das direkt hole. Ob das so gut ist. Da habe ich gerade ein Predator-Geräusch gehört. Wir rennen einfach mal ein bisschen. Natürlich können wir auch hier blocken. Ja, man sieht, wir haben gerade schon recht ordentlich Leben verloren. Ich glaube, das ist jetzt auch die erste Kampagne, die wir auf normal spielen, oder? Gut, Kollege, du bist wohl down. Franco. Pistolenmuni, Leben. Oder Anreger, wie die hier heißen. Munition. Hier können wir noch nichts machen, deswegen bringt das gar nichts, wenn wir da jetzt hingehen. Deswegen gehe ich direkt mal weiter zum Ziel. Und die Tonaufnahmen habe ich auch schon eingesammelt. Also. Okay, hier ist nichts. Hier liegt was? Ah, hier ist ein... ah, ja, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Den müssen wir jetzt nämlich da vorne einsetzen. Das wird auch, glaube ich, noch ein paar Mal passieren. Die Grundelemente sind wirklich immer das Gleiche. Gib mir die Waffe. So, eine bessere Waffe erstmal. Am Start. What the heck was Weyland-Yutani up to down here? It's Xeno Central on this rock, and these bugs don't just pop up unannounced. And I don't even want to think about the hostiles that popped in out of nowhere and took out the Morlow. Anyway, listen, I think I can control some of the colony's systems from here. All right, power's back online. Repeat. This is Connor. My squad's in the club. We got power, lighting, ventilation. Everything but the booze is flowing. Hold up. Shit. We got movement. Guess we woke up the neighbors. Requesting backup. There's some weird shit in here. Connor, I can give you one man. He's a little clumsy, but he's a Xeno killer, all right. Proceed to the club and give him some fire support. I gotta stay here and get the rooftop sentries back online. Give him hell, Ricky. Machen wir. Aber erst im nächsten Part. Im nächsten Part widmen wir uns dann dem Club. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.